Die Frage ist nur, worauf arbeite ich eigentlich gerade hin? Was muss ich eigentlich wieder erfüllen, damit die nächsten Sachen hier freigeschalten werden? Das wissen wir auch noch nicht, ne? Doch hier. 1 von 1. Dann müsste das ja morgen eigentlich freigeschalten werden, oder? Oder kann ich das jetzt freischalten? Tatsächlich, ich kann das sofort freischalten, ich Trottel. Hat das mit dem Nachrichtenvorlesen lassen funktioniert? Ich habe jetzt gerade nichts gehört, mein Ton war aus. Hat das funktioniert? Ich habe jetzt nichts gehört. Entschuldigung, mein Ton war aus. Könnt ihr mir kurz bestätigen, ob das funktioniert hat? Und es kommt schon wieder die Tante. Weil Julian hat das eingelöst, dass man die Nachricht vorlesen lassen. Das habe ich heute erst eingerichtet. Und es hat nicht funktioniert wahrscheinlich. Sonst würdet ihr mir das wahrscheinlich bestätigen, oder? Man hat es gehört. Okay. Oh, aber tut mir leid, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Ich kann es nochmal kurz durchlesen. Ich hoffe, du bist doch der beste Streamer und der beste YouTuber. Können wir bitte Fall Guys spielen? Okay, alles klar. Dankeschön. Man hat es gehört. Super. War es laut genug? Oder hätte ich es lauter machen müssen? Es ist alles noch in der Anfangsphase. Nichts gehört. Hä? Manche haben es gehört, manche nicht. Hä? Es wurde keine Nachricht gesprochen. Hä? Manche haben es gehört und manche nicht? Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Okay, ich gucke das nachher nochmal im Stream nach. Ich kann das ja nachher im Stream nochmal nachgucken. Es war sehr leise. Okay, dann muss ich es einfach nur lauter stellen. Okay, danke für den Hinweis. Es ist leider noch die Anfangsphase. Ich bin gerade am Umstellen von diesen Belohnungen. Ich habe das heute erst eingeführt. Also bitte nutzt diese Funktion vielleicht erstmal noch nicht, solange ich es noch nicht eingestellt habe. Aber es kommt auf jeden Fall in Zukunft wieder besser. Es wäre sehr leid. Aber auf jeden Fall, ich versuche es besser zu machen. Aber Dankeschön trotzdem für die Einsendung. Dankeschön. Und Fall Guys, ja, ich weiß nicht genau. Soll ich nochmal Fall Guys spielen? Aber dann reg ich mich nur so auf. Das ist einfach unglaublich. Dein Bauernhof wird immer schöner und schöner. Alles wegen deiner harten Arbeit. Glückwunsch. Aber ich finde es immer so schön, wenn sie mir applaudiert. Dann hat sie wenigstens auch mal was zu tun. Außer blöd Scheiße zu labern. Hier ist ein neuer Bereich für deinen Bauernhof mit einer Menge neuer Sachen. Die Dorfbewohner sind so glücklich. Es gibt einiges an Arbeit, aber es gibt auch viel zu entdecken und zu tun. Keine Sorge, ich zeige dir alles. Es gibt 3 neue Gebäude zum Renovieren. Das bedeutet mehr Arbeit, aber dafür kannst du auch neue Ressourcen produzieren. Enten! Oh, wir kriegen kleine Enten! Oh, süß! Da wäre zunächst der Teich. Oh, und sieh mal, da schwimmen sogar ein paar Enten. Allerdings ist ein Teich in keinem besonderes... Allerdings ist ihr Teich in keinem besonders guten Zustand, die Armen. Da wirst du dir wohl die Hände schmutzig machen müssen, um sie glücklich zu machen. Wenn sie glücklich sind, watscheln sie auf deinem Hof herum und du kannst ihre Federn einsammeln. Also rausrupfen, ne? Und dann koche ich die Ente. An Orange. Nee, ich habe ja keine Orange. Diese Federn wirst du für die Entwicklung deines Hofs gut gebrauchen können. Du kannst sie natürlich auch direkt an den Händler oder über die Bestellung verkaufen. Schon bald wird es hier von Entenküken nur so wimmeln. Soviel ich weiß, spielen sie gerne. Von Zeit zu Zeit verstecken sie sich, aber darüber reden wir später. Oh, wir dürfen Enten suchen gehen. Es gibt außerdem ein Schafpferch und ein Schaf. Aber wie alles andere auf dem Hof auch, wurde es zurückgelassen. Armes Tier. Du wirst dich darum kümmern müssen. Wie bei den Enten musst du die Unterbringung reparieren. Das Schaf versorgt dich mit Wolle. Die Wolle kannst du einmal am Tag einsammeln. Schöne samtweiche Wolle. Ich kann es kaum erwarten. Du kannst die Wolle verarbeiten, sie dem Händler verkaufen oder Bestellungen erfüllen. Neben dem Schafsgehege gibt es etwas, das dir bei der Verarbeitung der Schafswolle helfen wird. Das Spinnrad. Ich glaube, ich spinne. Das muss natürlich auch repariert werden, aber sobald das erledigt ist, kannst du deine Schafswolle zu Garn verarbeiten. Genau wie in der Küche schaltest du auch hier neue Rezepte frei. Sie ermöglichen es dir, Wolle in verschiedenen Farben herzustellen.
Garn, Entschuldigung. Frau Kürbis wird das sicher freuen. Frau Kürbis? Dann hat sie endlich wieder genug Garn für ihre Stickerei. Ich kenne die nicht. Warum soll ich sie beliefern? Oh, und sieh mal. Da sind Aprikosenbäume. Die werden dich mit reichlich saftigen Aprikosen versorgen. Ich freue mich schon darauf, sie zu kosten. Wie du siehst, gibt es viel zu tun, aber die Dorfbewohner und ich sind davon überzeugt, dass du das hinbekommst. Der Händler hat wieder ein paar neue Produkte auf Lager. Du findest eine Liste der neuen Auswahl in deinem Posteingang. Besuche ihn doch bei Gelegenheit. Und sieh mal, kann die auch mal aufhören zu quatschen? Zu Sammelwasser gesoffen? Wir haben mal die Wände deines Hauses Wann hast du das denn gemacht? Guck mal, die hat so lange gequatscht, die konnten sogar Renovierungsarbeiten an meinem Haus machen. Das würde mir zu denken geben, Mädchen. Jetzt ist das Haus besser isoliert, sodass du automatisch weniger Energie verbrauchst. Es gibt keine Energieanzeige in diesem Spiel, die ich verbrauchen könnte? Hä? Eine weitere verantwortungsvolle Art zu leben. Ich komme wieder vorbei. Nein. Sobald du die Gebäude repariert hast, dann erkläre ich dir... Nein. Weitere Einzelheiten. Sieh dir bitte auch deine Küche an. Dort warten sicherlich ein paar neue Rezepte auf dich. Nach all diesem Trubel sind neue Produkte verfügbar. Einen schönen Tag und bis bald. Nein, habe ich gesagt. Du bleibst jetzt endlich mal weg. So, Holz und Federn brauche ich dafür. Das heißt, wir müssen uns erst um die Enten kümmern und dann um das andere. In Mario Kart Live Home Circus ist ein neuer Cup, der Luigi Cup da. Ich kann das Spiel nicht mehr spielen, weil meine Switch ganz woanders steht. Ich krieg das nicht mehr hin. So, ich brauche noch... Was muss ich jetzt aufschreiben? 11 Holz. 11 Holz und 10 Getreidedinger. Säcke. Ich schreibe mal Getreidesäcke. Das ist wahrscheinlich was. Das heißt wahrscheinlich anders. Ich sag's jetzt einfach nur so. So. Aber erst einmal müssen wir uns hier um unsere Felder kümmern. Ansonsten geht nichts. Die Laberkönigin. Ich habe in der Stream-Wiederholung gesehen, es war um einiges leiser als das Spiel. Kann also gern noch mal einiges lauter sein. Danke, Sarah Lucia. Vielen, vielen Dank. Dann mache ich das auf jeden Fall. Dann ändere ich das noch um. Aber wenigstens hat es funktioniert. Also das funktioniert schon mal. Sehr gut. So. Hoppala. Hoppala. Sagt mein Sohn auch mal. Letztens auch wieder, wo jemand im Fernsehen irgendwo umgefallen ist oder irgendwie so irgendwas kaputt gegangen ist. Hoppala. Immer so süß. Kinder so mitfiebern. Oh, er liebt Paw Patrol in letzter Zeit. Ich habe angefangen, mit ihm zu gucken. Jetzt will er immer Paw Patrol gucken. Am Abend nochmal. Paw Patrol? So, ja, jetzt darfst du kurz vorm Schlafen gehen, darfst du ein bisschen Paw Patrol gucken. Ja! Wir haben... Was? Die haben, als du nachts geschlafen hast, an deinem Haus gewerkelt. Das hätte ich doch gehört, oder? Oder habe ich so einen sehr guten Schlaf? Wobei, wenn man auf dem Land arbeitet, dann ist man bestimmt echt todmüde am Abend, oder? Da ist man so richtig fertig. Habe ich zu wenig Samen gekauft? Echt voll wenige. Ich habe noch voll viel Plätze hier. Oh, stimmt. Ich muss echt noch viele Samen kaufen. Alter, Alter, Alter. Gut, ich habe noch 1086 übrig. Jetzt mache ich erstmal die hier rein. So, was habe ich sonst noch hier? Ah, ich könnte hier noch ein bisschen düngen. Mich dünkt, ich könnte ein wenig Dünger auf meinem Feld auftragen. Wie alt ist denn dein Kleiner schon? 2,5 ist er. Und er war heute beim Arzt wegen wegen seinem Hören. Ich schreie ja immer so rum, deswegen hat man Angst bei meinem Sohn, dass der vielleicht nicht gut hören kann, weil ich immer so voll schreie. Nein, Quatsch. Nee, es gab ein bisschen Auffälligkeiten. Er hat sehr, sehr lang gebraucht, um zu sprechen. Und das, was er spricht, ist sehr undeutlich oftmals. Deswegen haben wir einen
Arzttermin gemacht, beziehungsweise unsere Kinderärztin hat dann halt eben empfohlen, wir sollten doch einfach mal kurz zu einem Hörtest gehen, um rauszufinden, ob bei ihm alles hörmäßig in Ordnung ist. Falls er jetzt nicht alles richtig versteht und deswegen ist alles ein bisschen schwierig formuliert oder deswegen auch nicht richtig spricht, dann bräuchte er ja eher ein Hörgerät oder sowas, um dann halt wirklich vernünftig sich zu entwickeln, sprachtechnisch. Und es ist aber alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Teilweise sogar überdurchschnittlich gut. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen. Yippie! So, wie viel brauche ich jetzt noch? Müssen wir mal kurz zählen. Kann man dem Kleinen ja auch nicht Nein sagen, wenn er so nachfragt. Ja, das hätte es mal letztens sehen sollen. Ich musste ihm die Fußnägel schneiden. Das war halt wirklich, war halt wirklich wieder dringend notwendig. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade? Ja gut, gießen könnte ich schon mal anfangen. Ja. Könnte ich schon mal machen. Ja. Die Fußnägel schneiden war dringend notwendig. Alter, der hat ein Terz gemacht. Der hat so einen riesen Terz gemacht. Als ob ich mir die Füße abgeschnitten hätte und so. Und ich habe versucht, mit Engelszungen auf ihn einzureden. Das ist nicht schlimm, das tut nicht weh, das ist nur ein kleines bisschen. Guck mal hier, ich zeig dir sogar, wie das funktioniert. Das geht. Das ist wirklich, der hat mir nicht mehr zugehört. Der hat nur rumgeschrien und so. Und ich habe ihm halt gesagt, wenn wir jetzt die Fußnägel schneiden, dann können wir danach einkaufen gehen. Er geht immer so wahnsinnig gern einkaufen, weil er sich dann auch mal was aussuchen darf. Also nicht von wegen Süßigkeiten, sondern halt einfach ganz normale Sachen, wie ein Joghurt oder sowas. Also Sachen, die er halt einfach, oder sein Trinken, Sachen, die er halt wirklich tagtäglich so braucht. Die darf er sich selbst aussuchen teilweise, natürlich nur so, es halt in Ordnung ist. Und dann habe ich gesagt, wenn du jetzt gut Fußnägel schneiden lässt und sowas, dann gehen wir einkaufen. Macht aber trotzdem einen Riesentherd. Fußnägel! Papi, schneidet mir meine Füße ab! So. Und dann war ich irgendwann fertig. Und dann hat er sich ausgeschrien. Und dann hast du richtig gesehen, wie er noch so richtig fertig war vom Schreien. So. Und dann, das Einzige, was er noch gehört hat, ist Einkaufen! Es war ihm halt so wichtig, dass wir jetzt auch einkaufen gehen, weißt du? dass er das Ganze jetzt nicht umsonst mitgemacht hat, sondern dass wir jetzt auch wirklich auch einkaufen gehen. Und dann war ich erstmal ganz kurz auf 180 und dann, weil er so einen riesen Terz gemacht hat und hab dann wirklich, erstmal war ich erstmal so richtig sauer und enttäuscht und hab gesagt, nee, wir gehen jetzt nicht einkaufen. Und dann hab ich so, einkaufen. Und die ganze Zeit einfach nur immer nur rumgeschluchzt und gesagt, einkaufen. Ich musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht loslachen muss, weil das einfach so komisch aussah. Du kannst ja dein Kind nicht auslachen. Ah, warte mal, 4, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 19. 19. Oh. Hä? Ich kipp ja gleich um. Nein, ich muss noch 19 Sachen kaufen. Scheiße, habe ich viel Zeit verloren. Oh, Mist. Die olle Bürgermeisterin hat mich totgelabert. Das ist das erste Spiel Paw Patrol wahrscheinlich, ne? Hat es ja mal erwähnt, dass er nicht wirklich spricht und ihr deshalb mal einen Hörtest machen wollt. Ja, und das Problem ist, du brauchst ja irgendwie 4 Monate im Vorlauf, bis du das überhaupt alles kriegen kannst. Oh. Also es dauert wirklich lang, bis du einen Termin kriegst. Oh, die sind aber sauteuer, ne? Ich brauche echt viele Sachen. Shit. Ich kaufe mal hiervon 6. Hiervon auch nochmal 6. Dann kaufe ich davon mal eines. Dann habe ich gar nicht mehr so viel übrig. Dann kaufe ich hier nochmal eines. Ja, und hier nochmal eines. Und jetzt habe ich 0 Geld. Toll. Schön. Der Tafel war aber auch nichts mehr, ne? Nee. Beim Abduschen früher auch immer geschrien wie am Spieß. Das hat meine Tochter auch früher gemacht und dann noch den Fuß weggezogen. Ja, ja, das Fuß wegziehen macht er dann auch immer ganz, ganz eifrig. Weil ich schneide ihm ja auch alles ab. Ist ganz klar, ne?
Haare waschen, habe ich richtig laut geschrien. Da ist er mittlerweile ganz in Ordnung. Also das hat er am Anfang auch überhaupt nicht gemocht. Jetzt mittlerweile geht's. Das jetzt mittlerweile, man muss ihn ablenken. Meistens lenke ich ihn dann so ein bisschen mit Wasser ab. Dann mache ich das Wasser immer so ein kleines bisschen an, dass es so ein bisschen rumplätschert. Dann hält er seinen Becher da drunter und sammelt immer das Wasser auf. Und den Waschlappen packt er dann auch mal da rein und so. Und eben, da ist er dann abgelenkt und dann findet er es auch gar nicht mehr so schlimm, wenn ich dann so ein kleines bisschen ihm die Haare wasche. Das geht dann noch. Ganz schnell noch. Nein, nicht umkippen! Nein! Er schläft auf dem Feld. Verdammt. Kinder auslachen ist doch der Grund, warum man Kinder bekommt. Ja gut, vielleicht nicht immer. Schon wieder nicht zugehört. Ich will dir nochmal Hallo hören, sagen hören. Mann, jetzt hab ich wieder nicht zugehört. Das kenne ich auch noch zu gut, obwohl das bei mir schon 11,5 Jahre her ist, dass meine Tochter 2,5 Jahre alt war. Ja gut, aber sowas vergisst man halt nicht, ne? Protagos, danke schön für den Follow. Vielen, vielen Dank. So, jetzt muss ich aber weiter säen. Man erntet, was man sät. Dann mache ich das mal. Jedenfalls kriegt er dann auch mal, wir sammeln momentan diese komischen Joghurts, wo die Paw Patrol-Figuren drin sind. Die sammeln wir momentan auch. Und jetzt hat er fast alle, nur zwei fehlen. Zwei fehlen. Der Müllauto-Hund, der Rocky heißt er, glaube ich, der fehlt noch. Und, oh, sag mal! Die scheiß Vögel haben da oben ihr Nest. Und erschreckt mich hier zu Tode. Was haben die ihr Nest auch hier bei mir oben im Haus? Ja, der Rocky, den haben wir noch nicht. Und den anderen Hund. Der nie vorkommt. Der dieses Bootauto da fährt. Den haben wir auch noch nicht. Ansonsten haben wir alle. Solange er nur die will. Und keine Playstation. Papa, ich will eine Playstation 5. Am Arsch. Das kannst du richtig merken. Okay. Gut. Tomaten lagere ich mal. Kurz hier. Oh, beziehungsweise, nee, warte mal. Ich guck mal. Ach Quatsch, stimmt, wir können ja sogar direkt übrigens aus dem Lager, ne? Ich habe jetzt die rote Beete, habe ich im Lager. Wir können direkt die Bestellungen aus dem Lager machen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Deswegen kann ich die Tomaten wirklich guten Gewissens ins Lager packen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 brauche ich noch. Ah, Toffi braucht Sex, hat er gesagt. Ich habe eure Gedanken gelesen, ihr Schweine. Er hat doch später deine Konsolen zum Spielen und genügend Spiele für Kinder dabei. Perfekt. Stimmt, sowas wie das hier. Das kann er dann wirklich spielen. Aber du weißt ja, wie das mit Kindern ist. Sie wollen immer genau das, was sie nicht haben. So geht es mir ja auch immer. Wenn ich ein Spiel sehe, was ich nicht habe, dann muss ich es kaufen. Vorsorglich, falls ich es irgendwann mal spielen möchte. So geht es mir ja genauso. Ich kann ihm da ja gar keinen Vorwurf machen. Wenn Papa genauso blöd ist. Ich wohne auch im Dachgeschoss und die komischen Vögel wandern immer auf die Regenrinde rum. Diese Geräusche, es ist unnormal nervig. Ich habe vorhin auch die ganze Zeit gedacht, als ich hier noch am... Ich war ja allein hier im Haus... Kein Kind, das rumgebrüllt hat und sowas. Und auf einmal, ich bin am Computer, arbeite halt an was. Und dann habe ich so ein Raschen vom Dachboden. So. Und ich habe erst nicht dran gedacht, dass das ja die Vögel sein könnten, die hier eben hier rumfleuchen und sowas. Ne? Habe ich erst nicht drüber nachgedacht, dass die sein könnten. Und habe dann erst mal voll die Gedanken gemacht, ob ich jetzt auf den Dachboden gehen soll und gucken soll, was das ist. Bis ich dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin. Ja, das könnten ja auch die Vögel sein. Mein Pikachu-Pokémon Gelb guckt mich nicht mehr grummelig an. Yay. Gucken die jemals grummelig? Bei Pokémon-Spielen? Ey, vor allen Dingen Pokémon Gelb, da haben sie doch ihr Dings nicht mehr geändert, oder? Die sehen doch immer gleich aus, oder?
dachte ich. Dark Potagos, auf welchen Systemen zockst du eigentlich immer? Kommt drauf an. Ich habe vieles. Ich habe eine PlayStation 5, auf der ich immer wieder zocke. Also da haben wir jetzt zum Beispiel zuletzt The Quarry gespielt auf der PlayStation 5. Jetzt aktuell, das hier spiele ich auf der Switch. Und auf der Switch spiele ich tatsächlich am meisten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. PlayStation 5 mag ich auch ganz gerne, aber auf der Switch spiele ich am meisten. Fall Guys spiele ich am PC, weil das einfach besser funktioniert. Ihr könnt ja auf der Switch trotzdem mitspielen oder auf anderen Konsolen auch. Aber es ist für mich leichter auf dem PC, weil ich auch dann leichter einladen kann und Freundesanfragen annehmen kann. Und ganz, ganz selten spiele ich mal was auf der Xbox Series S. Also ich habe nicht die X, ich habe nur die S. Aber die reicht ja auch völlig. Genau, den 3DS habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ich habe letztens drüber nachgedacht, ob ich mal wieder auf den 3DS spielen, in ein 3DS-Spiel spielen sollte. Wäre auch mal wieder lustig. Genau. Ja, das sind so die gängigsten Sachen, die ich benutze. Wie gesagt, 3DS habe ich schon immer benutzt. Sunny, ich wünsche euch noch viel Spaß. Muss schlafen gehen, da ich morgen arbeiten muss. Gute Nacht, ihr Lieben. Und hoffe, ihr bleibt so, wie du bist. Hab euch lieb. Sunny, danke schön fürs Dabeisein. Freut mich sehr, dass du da gewesen bist. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Und bis bald, hoffentlich. Ich kann euch jetzt schon sagen, morgen wird es wahrscheinlich keinen Stream geben. Das kann ich euch jetzt schon mal voraussagen. Weil morgen bin ich mit meinem Sohn im Vogelpark. Guck mal, gelb kannst du die Stimme von Pikachu sehen. Siehst du, so lange ist es schon her, kriege ich schon gar nicht mehr mit. Weißt du schon gar nicht mehr. Und. Komm, ich mach das richtig, richtig schön. Für euch. Ich hab mich so auf die Geräusche konzentriert, dass es jetzt keine volle Ausbeute war. Schade. Da läuft Pikachu einem doch hinterher. Man kann es dann ansprechen und mich hat es fast 2 Stunden Spielzeit gedauert, bis es mich wie glücklich angeschaut hat. Oh jö. Die Mama-Mu-Bücher sind super. Mama-Mu-Bücher? Wir haben momentan diese Disney-Bücher, wo die Disney-Filme ganz kurz erklärt werden. Also wirklich nur so innerhalb von 5 Minuten. Die sind eigentlich ganz cool. Lariel, hallo. Das Vögelnest dort oben, ne? Ja. Die Fledermaus. Oh, krass. Amaterasu. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hoffentlich. Dankeschön für den Follow. Vielen, vielen Dank. Ich spiele Pokémon Gelb zum ersten Mal. Ich wusste bisher davon auch nichts. Ich habe damals immer Pokémon Rot gezockt. Das ist das, was ich halt immer am meisten gezockt habe, ne? Deswegen, bei Gelb war ich raus, weil Gelb war ja so quasi auf Pikachu. Und ich fand es immer schon, den Hype um Pikachu fand ich immer schon zu groß. Ich fand, Pikachu ist overhyped. Den will jeder haben, den alle nur süß und blablabla. Oder Glurak. Ich wollte immer die Pokémon haben, die kein anderer hat. Da bin ich immer so gegen den Strom geschwommen. Aber muss auch dazu sagen, dass Pikachu auch die ganze Zeit immer tot supported wurde. Da im Fernsehen immer überall und hier Pikachu-Sachen und da und so was. Ich zock meistens Xbox Series X und ab und zu an Switch. Wann zockst du wieder Fall Guys? Kann mich ja deinem Team anschließen. Wir hatten gerade überlegt, ob wir mal wieder Fall Guys spielen sollen. Sollen wir noch auf Fall Guys wechseln? Wir hätten jetzt noch eine Stunde ungefähr. Jetzt noch auf Fall Guys wechseln sollen? Ich überlege schon die ganze Zeit. Ich spiele jetzt schon über 3 Stunden dieses Spiel. Und ich überlege immer jede ganze Zeit, ich könnte ja jetzt dann langsam auch mal das Spiel wechseln. Aber dann nehme ich doch wieder den nächsten Tag an. Die Olchi sind auch super Bücher. Habe ich auch schon von viel von gehört. Aber bis jetzt noch kein einziges gelesen. Aber ich glaube, die sind auch ganz gut. Es gibt ganz viele schöne Kinderbücher. Oh, falsch gedrückt.
So, den Tag muss ich auf jeden Fall jetzt noch fertig machen. Ansonsten habe ich den nicht richtig ausgenutzt. So. Gut, hier gegossen. Was brauche ich denn jetzt noch alles? Also, das habe ich aufgeschrieben, ne? Getreide, Säcke, Dinger da 10 und 11 Holz. Das brauche ich auf jeden Fall. Und ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Samen. 6 Samen. Ach stimmt, den Witz habe ich ja schon gebracht. Und da ist das Solarding. Das Geräusch würde mich wahnsinnig machen, wenn ich es den ganzen Tag hören würde. Das ist trotzdem ziemlich klein, dass es die ganze Bude füttern soll mit Strom, ne? Regt sich ja fast wie ich in Vollgas auf. Das ist immer nur das Problem, wenn die Leute immer gegen mich antreten. Jedes Mal, wenn ich da antrete, also wenn ich das halt machen möchte, Vollgas spiele mit euch in Custom-Runden, dann geht ihr immer alle gegen mich. Das ist halt echt so. So, das kann ich nicht verkaufen. Die Milch lasse ich erstmal. Die Eier verkaufen. Dann habe ich noch ein bisschen Kohle. So, kaufen. Eine davon. Eine davon. Und jetzt muss noch 4 andere Sachen. Machen wir hier von 4. So. Und ich brauche ganz viel Holz. So. Ach stimmt, das geht jetzt schneller. Haha, weil ich die bessere Axt habe. Yay! Spiele gerade E-Vollgeist. Und reg dich auch schön auf, Jana. Bitte reg dich für mich auf. Ich frag mich, wann Toffi schnallt, dass ich Lara bin. Ich weiß, dass du Lara bist, aber ich kann mir nicht merken, dass ihr euch immer wieder anders nennen soll. Ich frag mich dann auch immer, wenn ich sogar mal weiß, dass ihr eigentlich früher ja anders geheißen habt, wie auch immer, ob ich euch dann wirklich so wie früher nennen soll oder so, wie ihr jetzt heißt. Weißt du? Ich mache das ja mit Sinn und Verstand. So ein Spielwechsel wäre cool. Ja, komm, dann machen wir das. Dann machen wir jetzt den Tag jetzt Feierabend und dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, um ein paar Ründchen Vollgeist zu spielen, oder? So wie früher. Okay, ich versuche mich dran zu erinnern, zu halten, dass ich dich Lara nennen soll. So. Ne. Na, hack es doch jetzt tot. Es ist nur Holz, das kann man ruhig tothacken. So, hätten wir das erledigt. Und dann brauche ich noch diese 10 von diesen Getreidesäcken. Die muss ich noch kaufen. Oh, wie viel kosten die? Da kriege ich keine 10 raus, ne? Nur 6. Da muss ich doch noch was verkaufen. Dann verkaufe ich jetzt doch noch die Milch. So, dann kaufen nur 4 muss ich noch kaufen. Na. Hä? Hä? Okay, das passt nicht genug. Ach so. Okay, dann fehlen mir noch 3. Aber dann muss ich das den nächsten Tag machen. Dann reicht das wohl heute nicht mehr. Dann erstmal Erdbeeren. So. So, was hat er geschrieben? Zum Verwirren. Genau. Ich habe mich halt so genannt wegen einer dummen Sache von einem dummen Idioten. Ja, dumme Idioten gibt es leider viel zu viele auf der Welt. Aber keine Sorge. Ich halte das ja auch nicht vor. Aber es kann halt durchaus passieren, dass ich dich trotzdem Lariel nenne, wenn ich dich grüße oder sowas. Ich versuche mich an Lara zu halten, aber manchmal bin ich dann auch Brain AFK, wenn ich dann nebenher mit Spielen beschäftigt bin. Und dann vergesse ich auch solche Sachen gerne mal. So, ich habe alles gemacht. Für heute ist alles erledigt. Das heißt, wir sind heute eigentlich auch durch, ne? Aprikosen kann ich nicht sammeln aktuell, oder? Ich glaube, da muss ich noch warten. Hier brauche ich Schafswolle, das geht aktuell noch nicht. Hier könnte ich noch Zeug sammeln, aber das muss ich gerade auch nicht. Aprikosen kann ich noch nicht sammeln.
Ein Frosch! Er ist gerade weggehüpft! Hui! Auch Frösche hab ich! Das ist ja toll! Da geht noch nichts. Da fehlt uns noch was für. Genau. Und hier. Ihr seid alle traurig. Genau, dafür brauche ich noch diese drei Säcke. Die muss ich aber erst, kann ich erst holen, wenn ich genügend Geld habe. Genau. Gut, dann sind wir für jetzt erstmal durch. Ich kann das Dünger noch verbraten. Mache ich jetzt auch noch kurz. Hier bei den Erdbeeren vielleicht. Und dann da noch. Das läuft. Fertig! Wie lange zockst du immer? Meistens bis 22 Uhr. Meistens. So. Auf in den nächsten Tag und dann abspeichern. Oh. Mal kurz strecken. Oh. Was ist das beste und schlechteste Game, was du gezockt hast? Ach, ich muss nochmal heilen. Jetzt muss ich aber kurz überlegen. Hi. Das beste Game, was ich bisher gezockt habe, ist mal wohl mein Lieblingsgame wahrscheinlich. Das ist Final Fantasy 9. Das ist ja mein Lieblingsgame. Deswegen gehe ich mal schwer davon aus, dass ich das so ein bisschen bezeichnen kann. Und das schlechteste Game, was ich bisher gezockt habe. Das schlechteste. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das allerschlechteste Game. Das ist echt eine schwierige Frage. Da waren auch viele richtig behämmerte Spiele dabei. Es kommt darauf an, was du als schlechtest empfindest. Das, was mich am meisten enttäuscht hat zum Beispiel, oder das, was halt wirklich vom Gameplay her schlecht ist und so. Von Phasmophobia zum Beispiel war ich extrem enttäuscht, weil da waren alle vom Hype so wahnsinnig groß. Also viele Leute haben das halt einfach mega gehypt. Ich traue mich immer nicht rauszugehen aus dem Spiel. So, Phasmophobia hier und oh, geiles Spiel und so. Ich habe es einmal gespielt und ich habe mich zu Tode gelangweilt. Ich habe mich wirklich zu Tode gelangweilt. Es war so ein ultra langweiliges Spiel. Null gruselig. Bei Phasmophobia habe ich mich null gegruselt. Ich bin auch ein Horrorfilm- und Horrorserien-Fan. Deswegen bin ich nicht leicht zu erschrecken. Also, in Filmen so. In Spielen eigentlich schon. Also, ich kann sowas wie Outlast zum Beispiel nicht spielen. Da würde ich mich, glaube ich, in die Hose scheißen. Aber das war so ultra langweilig. Ich bin kein Fan von Streamern. Du bist irgendwie unterhaltsam. Das ist aber nett von dir. Dankeschön. Ja. Jedem das sein. Ich bin ja auch auf YouTube vertreten. Also wenn du da mal gucken willst, kannst du das ja da auch machen. So, dann wechseln wir jetzt, oder?